Hallo ihr Sepplinge, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Planet Coaster. Jetzt muss ich doch gerade erstmal gucken, für wann ich die Folge aufnehme. Ist das jetzt schon die Freitagsfolge oder ist das die Donnerstagsfolge? Ich bin momentan leicht verwirrt, weil ich gerade so viel im Voraus aufnehme. Das ist noch die Donnerstagsfolge. Okay, das heißt, ich muss euch am Ende der Folge noch kein gutes Wochenende wünschen. Oh Mann, oh Mann. Ja, so, Kalender wieder weggelegt. Wir haben letzte Folge den Conny Express hier gebastelt. Ich überlege, können wir den auch ein bisschen schneller fahren lassen? Zuggeschwindigkeit, jawohl. Vielleicht so mit 20 Stundenkilometer. Das ist immer noch relativ langsam. Aber ich finde, das geht eigentlich. Man soll ja auch ein bisschen was davon haben. Hups. Ich würde jetzt eigentlich, glaube ich, direkt den Zug eröffnen. Bevor wir da jetzt irgendwelche Stationen drumherum bauen. Denn der kann ja eigentlich schon mal fahren. Oder? Was meint ihr? Also ich finde schon. Mir wurde jetzt übrigens auch gesagt, dass Souvenirläden sehr, sehr interessant sind für die Leute. 27 Minuten Wartezeit? Never ever. Warum denn? Das war doch mal auf 6 Minuten runter. Hier ist doch nichts los. Das stimmt doch gar nicht. Mensch, ihr Lügner! So, warte mal, meine Baupläne. Dann bauen wir mal noch einen Souvenirstand. So, dann bräuchten wir jetzt das da. Just a Momento ist doch so ein Souvenir-Ding, oder? So, das bauen wir dann vielleicht hier so hin. So, zack. Galpi weg, das da weg, das da weg. Läden und Servicegebäude angepasst. So. Galpi Energy, Galpi Heads Fantastic. Das ist, glaube ich, auch so ein. Das kann man, glaube ich, auch als Souvenir teilnehmen. Looney Bloons. Was ist denn Looney Bloons? Was gibt es denn da zu kaufen? Ich habe keine Ahnung, was es bei Looney Bloons gibt. Ich weiß es nicht. Gucken wir mal. Ballons! Oh, gehen die denn mit Ballontierchen durch die Gegend? Oh, das wäre so awesome. Everything is awesome. Everything is cool when you're part of the team. Everything is awesome. In welchen Let's Plays habe ich das Lied jetzt eigentlich die ganze Zeit gesungen? Ich weiß es nicht mehr. In irgendeinem hatte ich das jetzt schon mal zum Besten gegeben, das Lied. Ja, sie laufen dann mit Ballönchens durch die Gegend. Das ist toll. Ich will das jetzt aber auch in der ballonigen Farbe. Nein, das ist ein bisschen... Das ist vielleicht ein bisschen heftig. Können wir lila machen? Orange? Das ist vielleicht alles ein bisschen heavy. Aber komm, wir machen jetzt das hier einfach mal. Wir nehmen jetzt ein Aubergine. So, angepasst. Und Wandschilder. Haben wir irgendwo ein Ballönchen als Wandschild? Ein Ballönchen. Mensch, ich fange an zu verniedlichen. Das ist zwar ein Ballon, aber es ist ein Heißluftballon für die Attraktion. Eine verflixte Kiste. Warum ist mir eigentlich heute so kalt? Das gibt's doch nicht. Da, wir haben es eigentlich überhaupt nicht kalt, aber trotzdem. Ich friere mir heute den Pommes ab. Das gibt's doch nicht. Den will ich eigentlich noch behalten. Also echt. Das hier ist klein, okay. Das große, das war ja indiskutabel riesig. Was wollen wir denn damit? So, ja, so lassen wir es hängen. Nein. Okay. Müssen wir es noch ein bisschen so rumdrehen. Und gerade, ich glaube, jetzt ist es ein ganz kleines bisschen. Ah, ja, wohl, der hat doch ein ganz kleines bisschen in die Richtung. Ich glaube, so ist es gut. Jetzt müssen wir es nur noch anpassen. Ach, das ist auf der einen Seite weiß. Ja, dann sieht es doof aus, wenn wir das jetzt... wenn wir das nur einfach hinhängen würden. Das müssen wir dann noch einmal rumdrehen. So, aber ordentlich rumdrehen, dass das auch aufeinander passt. Das ist gar nicht so einfach, wenn man bei dem Weiß nicht sieht.
man das hier ordentlich ineinander hängt. Halt, den blauen Pfeil brauche ich nicht. Ich brauche den weißen. Ich glaube, so ist gut. Okay. Ja. Jetzt ist es jedoch langsam belebt, möchte ich sagen. Wir haben es geschafft. Wir haben endlich Leute hier hinten in diesen Bereich des Parks gelockt. Die aber alle nur zu den Ballons gehen. What the hell? Hier hinten ist auch noch was. Geh doch mal in die Attraktionen rein. Wir machen mal die Blue Fire ein bisschen günstiger. Wir reduzieren drastisch auf die Hälfte. Klar könnte ich natürlich auch überall 0 eingeben, weil wir haben sowieso hier einen Sandbox-Park. Klar, natürlich. Warum schmeißt du es denn daneben? Ich habe hier extra... Echt. Schweinebärhunde. Ihr sollt es da reinwerfen. Wofür habe ich denn hier sonst die Mülleimer stehen? Ich glaube das nicht. Ihr seid ganz schön frech. Wir haben hier so viele Mülleimer rundherum, überall. Und trotzdem... Oh. Guck, da sind jetzt ein paar mehr. Hier kommen auch auf jeden Fall ein paar rein. Viele Gäste haben Durst. Ja, ich muss mal gucken. Wie sieht es denn jetzt gerade wieder aus? Läden. Wir haben 2 geschlossen. Chief Beef und Maxcellente. Ich muss die mal alle durchklicken eigentlich. Ich muss die mal alle durchklicken, aber ich will das ungern. Absolut zufrieden. Da müssen wir nichts machen. Da müssen wir auch nichts machen. Hier sollten wir definitiv was tun. Fortbilden. Und wir erhöhen von den 150 im Monat auf 300 im Monat. Immerhin... Ne, immerhin geht es jetzt ein bisschen nach oben. Und bekommst du noch mehr. Das ist jetzt ein 450-Dollar-Job. Aber so richtig zufrieden ist er immer noch. Also was muss ich dir noch anbieten? Komm, 600, das ist mein letztes Wort. Ich hoffe, die steigt jetzt noch ein bisschen. So, auch nicht wirklich zufrieden. Ich muss echt mal meine ganzen Typen fortbilden hier. Wie sieht's jetzt aus? Ja, komm, schon besser. Noch eine Information. Da muss ich aber nichts machen. Cosmic Ice Cream Cow, bla blub. Absolut zufrieden. Niedrige Arbeitslast. Cosmic Milkshakes haben wir 3 Stück. Müssen wir auch mal eine Fortbildung machen. Mach mal hier mal 500. Du hast viel zu tun am Tag. So. Hier müssen wir nichts machen. Hier sollten wir was tun. Wir werden übrigens auch mit dem freien Fall mal noch fahren. Wir werden auch mit dem Conny Express fahren. Wir werden auch bestimmt nochmal mit der Blue Fire fahren. Da wurde ich jetzt so oft nachgefragt. Vielleicht machen wir das tatsächlich auch mal morgen. Das hier müssen wir unbedingt... Den Heads Fantastic, den müssen wir mal unbedingt noch verschönern. Das geht ja momentan noch gar nicht. Das ist ja ganz schlimm. Galbi Energy... Auch absolut zufrieden. Ja, es ist viel zu tun. Ja, 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 weil jetzt hier Unmengen Leute hinkommen. Du meine Güte, was wollt ihr denn alle da? Das ist doch nur ein Luftballonladen. Oh Gott, der Arme. Der Arme in dem Laden da. Dich könnten wir sogar auf grün kriegen. Ja, perfekt. Welches Chief Beef waren das jetzt? Das da, dann haben wir das hier noch. Wir haben so viele Chief Beefs. Die könnten wir auch auf grün kriegen. Jawohl. Und dann haben wir noch ein letztes Chief Beef, ne? Genau. Und wie sieht es da aus? Ja, er ist so mehr oder minder zufrieden. Da können wir aber auch das Ganze relativ easy aufpolieren. So, machen wir heute mal so eine Folge.
gehört ja auch mal dazu. So, Max Talente haben wir eben erst eröffnet. Aber wir können das ja hier direkt mal anpassen, ne? Machen wir hier mal auf 300. Die dürfen nur nicht untereinander über das Gehalt reden, ansonsten sind die wieder motzerig. Ach, das ist tatsächlich unsere erste Pizza? Echt? Guck mal, jetzt ist er schon Profi. Hätten wir eigentlich gar nicht machen müssen. Und Looney Bloons. Du bekommst auch mal direkt eine Fortbildung. Der hat viel zu tun. Mein Gehalt ist fair, soll ich mal was sagen? Es wird noch fairer. So. Alter Schwede, was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Das ist ja. Hier geht ja kein Apfel mehr zur Erde. Und das war wirklich buchstäblich. Hier ist ja absolut alles dicht. Und oh du meine Güte. Oh du meine Güte. Da, 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 da. Jetzt ist hier hinten kaum noch was los. Jetzt hat echt so ein kleiner Ballonladen. Hat jetzt alle hier hinten hin. Oh Gott. Es ist schon mal interessant. Es ist wirklich schon mal interessant. Also, es gehen jetzt auf jeden Fall mehr Leute auf die Blue Fire. Die Wägen sind immerhin voll. Ja, jetzt hat es auch wieder nur 6 Minuten Wartezeit. Warum auch immer jetzt die Wartezeit kürzer geworden ist. Gut. Ich glaube, hier stelle ich auch mal noch einen Mülleimer hin. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ist ja wirklich, das ist ja Wahnsinn. Das ist ja der Wahnsinn. So, wir brauchen jetzt möglichst viele Sitzgelegenheiten. Das ist krass, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, dass ein so ein Souvenirladen so viel ausmacht. Okay, dass er Leute anzieht, alles klar, okay, gut. Aber dass er so viel anzieht, da, nein. Da hätte ich definitiv nicht mehr. Guckt euch mal diese Traube an. Die Leute kommen überhaupt nicht mehr hier durch. Das ist ja Wahnsinn. Wollen wir mal noch einen bauen? So ein bisschen als Entlastung. Hier vielleicht einen Ausgang dran oder so. Oder dass wir da nochmal so ein Heads Fantastic hinbauen oder sowas. Könnten auch ein Heads Fantastic hinmachen. Dann machen wir da noch ein Heads Fantastic hin. In der Hoffnung, dass da auch noch ein paar hinkommen. Souvenirläden. Just a momento, Heads Fantastic. So. So, aber das ist ja Wahnsinn. Vielleicht kriegen wir, ja, da kommen schon die ersten. Vielleicht kriegen wir damit das mal so ein bisschen entlastet, da die Lage bei dem Luftballonladen. Das ist ja Wahnsinn. Der kommt ja nicht mal mehr zum Trinken, der Verkäufer da. Ist ja krass. So, machen wir das hier so. Gibt es denn auch ein kleines Heads Fantastic-Schild? Das ist groß, das ist kleiner. Okay. Jip. Wisst ihr was, das machen wir hier aber anders. Hier baue ich das direkt an das Teil dran. Weil ansonsten... Das hat ein ungünstiges Format, finde ich jetzt persönlich, für den Galgen. Kann man es vielleicht so ein bisschen schräg hängen. So. Guck mal, sieht doch ganz lustig aus, wenn das so schräg ist, oder? Ich finde es ganz cool. Oh, du meine Güte. Alter, was ist hier los? Was ist hier los? Das ist doch nicht all... Oh Gott. Schmeißt euer Geld für
Ballons und Hüte raus. Gut, ja. Ich würde mal sagen, für heute verabschiede ich mich erstmal von euch. Ich bin mal gespannt, wie lange dieses Gedränge hier anhält. Und ja, dann danke fürs Zuschauen. Oh, uns hat ein Techniker gekündigt. Müssen wir nächste Folge mal gucken. Stimmt, die hatte ich ganz vergessen. Ja, mal gucken, was wir dann nächste Folge machen. Können wir uns dann endlich mal noch weiter mit dem Theming der Blue Fire beschäftigen? Die Attraktionen auch noch mal fahren, vielleicht den Conny Express schon mal ein bisschen in Angriff nehmen. Das schauen wir dann einfach mal. An dieser Stelle möchte ich mich, wie gesagt, herzlich bei euch fürs Zuschauen bedanken und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!